Die hier produziert worden. Dass man durch die Vorfertigung auf der Baustelle unabhängiger wird, einerseits zeitlich, aber halt auch wetterunabhängiger, ist ja bekannt. Aber was gibt es noch für Vorteile von der Vorfertigung gegenüber der ortbetonierten Wand? Also Lara, da gibt es wirklich viele Vorteile. Jetzt kommst du einfach mal mit, jetzt gehen wir mal an eine Wand und dann zeige ich dir das einmal, was da für Vorteile gibt. Ein entscheidender Vorteil von der Fertigteilbauweise ist, dass wir hier im Werk produzieren. Und wenn wir hier im Werk produzieren, dann können wir den Beton optimieren. Das ist immer die gleichbleibende Qualität. Und was kommt dabei raus? Eben Betonfertigteile, die sind halt wirklich absolut glatt. Super Qualität, die sind eben. Die Wanddicken sind immer konstant. Und das ist ein Riesenvorteil gegenüber dir, wenn man draußen vor Ort einschaltet. Wenn man draußen vor Ort einschaltet, dann hast du meistens irgendwelche von den Schaltafeln Fugen. Und dadurch entstehen Unebenheiten und die sieht man dann auch. Vor Ort muss man auch Löcher reinmachen in die Wand, die man später wieder abdichten muss. Weil du musst ja Spannglieder durchschieben, damit tatsächlich die Schaltafeln auch gehalten werden. Ja. Und ein Thema ist natürlich auch noch das Schalöl. Du siehst, du hast hier fast gar keine Flecken. Das liegt daran, wir produzieren ja horizontal. Das Schalöl wird sauber verteilt. Verstehst? Ja. Und wenn wir jetzt auf der Baustelle sind, dann stellen wir die Schaltafeln auf. Das Schalöl rutscht nach unten, konzentriert sich da. Wenn ich drauf betoniere, gibt es hier halt eher Flecken auf der Wand. Und dann willst du nachher bemalen oder irgendeine Farbe drauf schmieren und die hebt halt da nicht so gut. Ja. Also, umfassende Betonqualität verbunden mit der tollen Schalung gibt diese tolle Wände. Und ich würde vorschlagen, jetzt gehen wir einfach mal rüber in die Ausstellung, da kann ich dir noch ein paar weitere Teile zeigen und auch ein paar weitere Vorteile. Ja, dann machen wir das? Ja, also komm, perfekt. Gehen wir. Na, jetzt komm mit, jetzt zeige ich dir das Ausstellungsgelände hier bei der Firma Knecht. Da kann man ganz, ganz viele Details sehen. Und das Ausstellungsgelände ist immer zu den normalen Geschäftszeiten offen und interessierte Bauherren kommen hierher, um sich das anzugucken. Mhm. Und wie ist das mit Bewegungen und Einbauteilen? Gibt es auch da Vorteile? Ja, natürlich, klar. Jetzt guck mal daher. Du siehst hier in dieser Wand, wenn die Wand produziert ist, ist die komplette Bewehrung ist bereits im Werk eingebaut. Was hat das für Vorteile? Die Bewehrung sitzt genau dort, wo sie statisch berechnet wurde und wo sie exakt hin muss. Ja. Das zweite ist die Betonüberdeckung. Das ist also dieser Teil von der Bewehrung hier da bis zur Außenkante. Die ist genau so eingestellt, wie sie sein muss. Weil wenn das zu wenig ist, wie es manchmal auf der Baustelle passiert, dann rostet der Stahl und wir haben Ablatzungen. Ja. Und wenn du jetzt mal darüber kommst, dann kann ich dir das zeigen. Auch alles, was mit Einbauteilen zu tun hat, ob das jetzt ein Fenster ist, ob das eine Rohrdurchführung ist, ja eigentlich vollkommen egal. Kannst du exakt dort platzieren, wo es hingehört. Und du kannst natürlich, was heutzutage ja fast immer gefordert wird, druckwasserdicht machen. Also mit den ganzen Durchbrüchen, dass die wirklich gleich druckwasserdicht sind. Und das sind natürlich Vorteile, da tust du dich auf der Baustelle viel schwerer. Du Bernd, sag mal, hat die Firma Knecht denn irgendwie im Bereich Innovation Besonderheiten in der Fertigteilbauweise? So Lara, da fragst du natürlich jetzt der Richtige. Innovation, das gehört zur Firma Knecht. Und wir haben natürlich ein ganz tolles, innovatives Produkt. Das haben wir vor mehr als 10 Jahren schon entwickelt und haben es immer weiter optimiert. Und zwar ist es folgendes, das ist unsere Klima Plus Wand. Und der Grundgedanke ist, dass hier die Wärmedämmung bereits im Werk auf die Außenwand aufgebracht wird, hier durch diese Verzahnung. Dadurch entsteht ein ganz fester Verbund hier dazwischen. Und der Riesenvorteil ist, wenn jetzt hier sich Wasser aufstaut, kann das hier nicht dazwischen hochkommen. Das heißt, eine Hinterläufigkeit der Dämmung gibt es nicht. Das heißt, die Dämmung ist immer voll aktiv. Heißt, dass die Wärmedämmung, die dieser Wand zugesprochen wird, ein Hausleben lang bestehen bleibt. Das wird sich nicht ändern. Mhm. Und das garantiert diese Wand dem Bauherrn. Und das ist natürlich eine Innovation, gerade heutzutage, wo es darum geht, energieeffiziente Gebäude zu bauen, natürlich top. Deshalb eine ganz super Innovation. Beton ist super schwer und man benötigt große Lastzüge, dass die Fertigteile auf die Baustelle kommen. Ist es zu der heutigen Zeit mit diesen riesengroßen Umweltbelastungen überhaupt noch tragbar? Also du hast einfach recht, aber du musst einfach überlegen, in der Ortbetonbauweise musst du auch die Schalltafeln hinbringen. Ja. Du musst sie aufstellen, du musst sie reinigen, dann musst du wieder wegfahren.
dann in der Fertigteilbauweise, dann machst du in einem Arbeitsgang die Wände und die Decke oben. Das ist sehr, sehr kurz. Wenn du das in Ortbeton machst, dann dauert das viel, viel länger. Heißt, viel öfters anfahren, die Bautrupps, der Betonmischer, da viel mehr Beton brauchst du und da hast du auch ganz arg viele Fahrstrecken. Also es geht darum, die Fahrstrecken zu optimieren. Wir tun das dadurch, dass wir ganz viele Partnerunternehmen, Partnerfertigteilwerke in Deutschland haben und insgesamt 5 Stützpunkte in Deutschland und damit versuchen wir es. Was jetzt wirklich letztendlich umweltfreundlicher ist, das allgemein zu sagen, ist wirklich sehr schwierig. Aber wir versuchen alles, dass es wirklich auch diesem Gedanken entspricht. Dass man einmal versucht, es zu optimieren. Genau, und das geht's. Ja, perfekt. Oh, super. Vielen lieben Dank, dass ich dir die ganzen Fragen stellen durfte. Ja, mich freut, dass du da warst. Vielen Dank. Dankeschön. Wenn Sie Fragen zum Thema Fertigteilkeller haben, sind wir gerne für Sie da. Mein Name ist Bernd Hetzer, mein Team und ich beraten Sie gerne.